Gruß. Wir sind heute beim 19.07. angelangt, also diese Kombination 1-7-9, also das sollte für spielerisches, leichtes, lockeres, fröhliches, gut gelauntes Verhalten sorgen. Also heute also kannst du solche Dinge üben, also du kannst Ausdruck, Austausch, kommunikativ gesehen, aber auch sonst kannst du üben, du kannst üben, spielerisches, leichtes, humorvolles Feuer zu bringen. Das ist also heute optimal. Sowieso eben auch deine Sichtbarkeit zu verbessern, zu vergrößern, alles Mögliche tun, um eben da dich gut in Szene zu setzen, dich gut zu verkaufen, also da wahrgenommen zu werden. Also es ist so gesehen doch eine recht stark extrovertierte Konstellation heute. Also für typisch außenbezogenes, repräsentatives, günstig. Die Kommunikationsempfehlung ist die 26, ja, da kann es, ist es gut, wenn es kraftvoll, engagiert zu und her geht und im Gespräch versucht wird, da eben auch das, was da diskutiert wird, das vielleicht irgendwie sichtbar zu machen, praktisch umzusetzen. Menschen, die einem 19.07. geboren sind, ja, kommt wieder das Wort, was ich viel benutze, gerne benutze, es eignet sich eben für vieles sehr gut, ja, die sollten doch eine repräsentative, nach außen gerichtete Rolle da spielen, ob das jetzt in der Kommunikation ist, zum Beispiel als Firmensprecher oder im Journalismus oder im Verkauf oder das wären zum Beispiel auch erfolgreiche Vortragende, also auf der Bühne stehen, also Speaker, eine Speaker-Rolle zu spielen, wie man das heute so modern da sagt. Oder sonst als Trainer, als Coaches zu wirken. Durchaus zum Beispiel auch für die Persönlichkeitsentwicklung ist es so immer wichtig mit den Zahlen 10 bis 19. Sie können zum Beispiel eine Verbindung haben zu Menschen, die an einem 26. geboren sind oder wie Sie eben die 26 an dieser Stelle haben, zum Beispiel 22.04. oder auf die Tageszahl bezogen, zum Beispiel 16.03. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir da guter Austausch, gute Kommunikation, lockere, beschwingte, leichte Situationen. Und ja, bis bald, bis morgen.